Wer ist auf die Idee gekommen und hat Zillerschein eingeladen? Ach ja, das war Manuel. Manuel, du bist gefeuert, danke. So, willkommen zurück bei Oriental Night, meine Damen und Herren. Und wir haben gesagt, wir wollen... Du Sanakis. So, Cliffhanger. So. So, wir müssen jetzt mal den Cliffhanger probieren. Das heißt, du musst gleich mal beweisen und zeigen, dass du Typhon toppen kannst. Typhon hat den echt gut drauf, muss man sagen. Was soll ich bei dem Cliff sagen? Suchst du? Du sagst ja nichts. Ich sag was und du guckst. Okay, ist doch der Cliff, aber oder was nicht? Soll der Cliff aussagen? Was soll der Blick aussagen? Das will ich jetzt von dir wissen. Du musst so tun, als hättest du jetzt jemanden dabei ertappt, dass er was Falsches tut. Okay. Zum Beispiel, du hast Typhon und Dasha gerade gesehen, wie sie miteinander knutschen. Okay. Okay? Auf die Plätze, ja. Fertig. Warte, ich mach. Bereit? Bereit. Szene. Typhon knutscht Dasha ab und Scylla sieht die beiden. Du heulst doch nicht gleich los, oder? Alter, für 2 Sekunden dachte ich, sie weint gleich. Ja, ich habe auch eine Träne. Guck mal, sie hat echt Tränen in den Augen. Ohne Flachs. Und ohne Scylla-Stift. Ohne Stift. Ohne Hilfe. Tränenstift. Ohne Tränenstift. Nicht schlecht. Übst du das vor dem Spiegel oder wie funktioniert das? Nö, das, also mittlerweile geht das schon so aus der Kanone, aus dem Ärmel. Muss man, wie bereitet man sich auf so eine Szene seelisch vor? Wie geht denn das? Guckt man traurig oder? Also ich stelle mir das wirklich vor. Ich stelle mir die beiden vor, wie sie da stehen und sich küssen. Okay. Versuch du mal. Dann muss ich hier. Genau. So, ich stell mir die beiden. Also deine Freundin und dein bester Freund küssen sich gerade. Dann wäre ich aber sauer, du. Ja, genau. Aber da geht die Post ab, da gibt es Achterbahn. Was? Ja. Genau, und diese Achterbahn brauchen wir jetzt in deinem Gesicht. Mhm. Also, konzentrier dich. Seh sie erst. Sehen? Achso, ja. Sie stehen neben der Kamera. Mhm. Dann? Und jetzt reagier drauf. Also yes. Das war doch schon mal nicht schlecht. Oscar-reif, ne? Oder? Übung macht den Meister. Ja, das war, glaube ich, eher, ich habe mich gefreut, dass ich geknuscht habe, habe ich das Gefühl gehabt. Oder war das ernst? Ich weiß gar nicht. Was? Doch, es war nicht schlecht. Ja? Ja. Ja, so, danke. So, vielen Dank, dass du da warst. Es hat mich sehr gefreut. Die Sendung ist hiermit zu Ende. Ebenso. Nein, geht noch weiter. Du hast auch früher Ballett gemacht, richtig? Machst du überhaupt noch Ballett? Ja. Kannst du noch? Ja. Echt? So, ja. Präsentieren tust du es aber nicht, sondern nur für dich dann. Also ich mache es nur für mich und es ist... Also ich war früher ein absoluter Ballettfreak und wollte auch Tänzerin werden. Aber mittlerweile habe ich nicht mehr so viel Zeit, aber einmal die Woche gehe ich immer noch zum Training und ja, das und ist meine Leidenschaft. Eigentlich auch? Ja, und singen tue ich eigentlich auch. Und das ist meine Leidenschaft. Singen? Nee, Ballett. Ach so. Mhm. Was mit Singen? Singst du noch? Ja, also in der Dusche singe ich hin und wieder. Oder beim Kochen. Im Studio auch? Nö, außer wenn ich extrem gute Laune habe, dann singe ich durchs Studio. Bei uns auch? Nö. Du hast doch gute Laune. Ja, aber jetzt habe ich keine Lust zu singen. Und ich bin auch nicht eingesungen. Was singst du denn eigentlich? Singst du türkische Lieder, wenn du für dich singst? Oder geht's querbeet? Also querbeet. Ich habe da keine Vorlieben irgendwie, was mir so in den Kopf kommt. Das heißt, ich könnte dich nicht irgendwie überreden, dass du vielleicht einmal nein, für uns singst? Nein. Vielleicht in einer anderen Sendung. Ich kann euch gerne mal was vortanzen. Ja, das können jetzt. Ja, mach mir mal bitte den sterbenden Schwan. Gibt es eigentlich dieses berühmte Ballettstück? Genau, von Tchaikovsky. Ne? Kenn ich ja. So, mach mal den sterbenden Schwan. Hier sitzt doch schon einer. Da brauche ich keinen sterbenden Schwan. Ja. Jetzt bin ich beleidigt. So, wir müssen auch mal wieder ernst werden. Ja, genau, Scylla. Ernst werden. Oh, so. Man muss immer ernst sein. Scheiße. Ja. Kommen wir zu den wichtigsten Themen der Welt. Okay. Ein Thema. Ich dachte, die haben wir jetzt schon abgefrühstückt. Nee, jetzt kommt das wichtigste Thema. Okay. Der deutschen Nachkriegsgeschichte ist das Thema, worüber ich eigentlich keinen Bock mehr habe zu reden. Lautet Integration. Ah, lass mich mal. Siehst du? Integration.
Wieso habe ich das Gefühl, dass alle über Integration reden und meistens diejenigen sind, die keine Ahnung davon haben? Also ich muss sagen, ich habe kein Problem mit Integration, definitiv nicht. Also ich fühle mich wohl in Deutschland, habe kein Problem mit Deutschen, habe sehr viele deutsche Freunde, arbeite mit Deutschen zusammen. Und das ist gerade so, wie ein Verb, klingt alles wie so ein Werbeslogan. Nein, klingt alles, aber es ist ja wirklich so, ich habe keine Probleme mit Integration. Ich fühle mich wohl, ich werde nicht blöd angemacht, ich fühle mich nicht benachteiligt. Ich verstehe auch diesen ganzen Hype um diese Integration nicht. Mhm. Und ich finde, Sarrazin ist ein Idiot. Also, ich habe auch keinen Bock, ständig über diese Fragen zu beantworten. Hast auch keine Lust mehr, ne? Nö. Ich auch nicht. Echt, immer jede zweite Frage. Integration kann nur funktionieren, wenn man sich aufeinander zubewegt, sich öffnet und ohne Vorurteile. Und ich finde, da sind auch die Schulen gefragt. Die Lehrer. Die Schulen? Nein, die Schulen. Ach so, Entschuldigung. Also ich finde, man sollte das auch in Sozialkunde oder so als Thema nehmen und mit Jugendlichen oder Kindern darüber sprechen, was Integration ist und so. Aber ständig in irgendeiner Sendung oder Interview darüber befragt zu werden, was denkst du über Integration? Also ich fühle mich hier heimisch und ich sehe es als Bereicherung, deutsch und türkisch zu sein. Also ich habe kein Problem mit Integration. Und ich finde, man sollte einem Menschen wie Sarrazin nicht so viel Raum geben und ihn jetzt auch einfach mal gut sein lassen. Das war's. Willkommen zum nächsten Clip, meine Damen und Herren. So schön hört sich Integration an. Der nächste Clip, oh hier, guck mal. Oh, der Song ist schön. Da, den darfst du dann wieder anmoderieren. Gerne in die, ich glaube, in 4, wenn du magst. Jetzt kommt Özcan Deniz, Bidudak'tan. Wir sind, ja, das ist Özcan Deniz, meine Damen und Herren. Sıla Şahin weiterhin und ich bin bald Ex-Moderator bei Hamburg 1, wenn es so weitergeht. Ja, wenn ich hier mal rausfliegen sollte wegen dir, komm mit bei GZSZ unter? Wer weiß, du kannst hier mal bei einem Casting mitmachen. Was, welche Rolle würdest du mir denn geben? Ich würde sagen, schwuler Modedesigner oder so. So, Image Mensch Paralak, bitte, Karriere, bitte, Arkadaş. Ehrlich? Oder als Friseur, als echt. Als Friseur? Ja. Als Friseur? Ja. Ich bin Friseur, ey. Der erste, nee. Oder als DJ, wir brauchen immer wieder neue DJs. Ja, das könnte ich. Cistak, cistak, cistak. Genau. Das könnte ich machen. Als türkischer DJ. Türkischer DJ. Du wolltest was noch zum Thema Integration sagen, ne? Und dass es ja auch Dinge gibt, die man auch in der eigenen Community mal kritisieren sollte. Was man ja auch tun sollte. Wenn man offen ist miteinander, sollte man auch Kritik ertragen können. Ja, also was mich am meisten gestört hat, war. Ich bin ja mit einem Deutschen zusammen und dann habe ich von einigen türkischen Mitbürgern Kritik bekommen, also über Facebook oder Mail oder MSN oder weiß ich nicht was noch alles, GZSZ.de. Ja, wir verstehen es nicht, wie kannst du als türkische Schauspielerin, du hast eine Vorbildfunktion und wie kannst du mit einem Türken, mit einem Deutschen zusammen sein und warum nicht Taifun? Ich meine, und auch mit so einem hässlichen Typen und weiß ich nicht was. Und wieso muss das ein Deutscher sein? Und also ich frage mich echt, was diese Menschen im Kopf haben. Also, ja, ne, was macht den Unterschied? Liebe kennt keine Farben, keine Religion, keine Herkunft, keine Nationalität. Das ist mir alles scheißegal. Es ist eh schwierig, jemanden zu finden, der zu einem passt. Und ich suche keinen Menschen danach aus, woher er kommt. Mhm. Und die Chemie muss stimmen und die stimmt bei uns definitiv. So muss es sein. Deswegen, also fand ich das echt ziemlich fies von meiner türkischen Community. Siehst du da eigentlich mehr als Deutsche oder mehr als Türke? Mich? Ja. Ich würde sagen, ich bin deutsch. Also ich bin was. Deutsch-türkisch, ne? Genau. So, du hast deine Mitte gefunden, dein Yin und Yang, dein Qi. Genau. Also ich pick mir aus beiden Kulturen die Rosinen raus. Was ist an dir deutsch und was ist an dir türkisch? Also ich bin, was ist an mir deutsch? Also ich liebe schon die deutsche Pünktlichkeit, würde ich sagen. Obwohl die heute nicht so präsent war. Dann, die deutsche Pünktlichkeit, ich will kurz erwähnen, dass sie sich verspätet hat heute auf dem Weg ins Studio. Ja. Also ich mag das Gesundheitssystem. Ich finde es gut. Also in der Türkei haben wir nicht so ein tolles Gesundheitssystem. Dann würde ich sagen, ich liebe Currywurst. Ich esse Currywurst mit Pommes und Ketchup. Mhm. Dann mag ich Lederhosen und Dirndl und Sauerkraut. Okay.
Aber typisch türkisch, in manchen Sachen bin ich dann halt doch typisch türkisch. Also bei uns, wenn Gäste kommen, wir teilen gerne unser Essen. Ich teile gerne sehr viel mit meinen Freunden. Das ist selbstverständlich. Also bei manchen Deutschen ist es ja auch so, dass sie jeden Pfennig umdrehen. So, das mag ich auch nicht. Was mit getrennten Rechnungen? Genau, das geht definitiv nicht. Das ist der Liebesabturner überhaupt. Also wenn Jörn, glaube ich, am ersten Date auf getrennte Rechnungen bestanden hätte, dann hätte es nicht gefunkt. Ach was, daran scheitert es schon. Da bist du aber sehr türkisch, ja, merke ich gerade. Da bin ich schon ein bisschen Frau. Also. Wir kloppen uns ja, man muss das echt erwähnen. Ja? Wir Türken jetzt, Deutsch-Türken, Türken an sich, wir kloppen uns um die Rechnung. Das muss man wirklich sagen. Wenn wir zu acht an einem Tisch sitzen, kloppen wir uns, wer bezahlt. Ja, deshalb sagt man auch in der Türkei, wenn man getrennte Rechnung macht, sagt man Alman Usulü, Deutsch. Sagt man sogar in der Türkei, wenn man irgendwo bezahlt. Wie wollen Sie zahlen? Alman Usulü getrennt. Gibt's ja nicht. Ja, das finde ich auch nicht so schön. Und ich würde sagen, ich bin sehr emotional und temperamentvoll und das finde ich ganz gut. Das Herz. Genau. Das Herz entscheidet immer für uns. Ich glaube, wir schalten sie auf den Kopf ab. Ja. Bist du auch so ein Bauch- und Herzmensch? Ja, definitiv. Also irgendwann da oben? Ich würde das auch als meine Stärke bezeichnen, was Schauspielerei angeht. Aus dem Bauch raus und aus dem Herzen raus. Sollte besser sein, ne? Wir haben natürlich ein Gästebuch. Wir sind leider am Ende unserer Sendung angelangt und deshalb hier unser fantastisches Gästebuch. Guck mal, hier haben schon alle unterschrieben. Ich glaube, der letzte, wo ist ein Taifun? Taifun hat der auch. Ah, guck mal, hier. Da war Taifun. Ja, die Saukralle erkenne ich. Gut, dann ist das hier meine Seite. Nein, du kriegst eine neue Seite. Und zwar da. Okay. This one is for you. Du kannst dir gerne eine Folge aufschreiben, eine Serie, kannst du gerne dich als Drehbuchautor betätigen, wie du Bock hast. Und falls ihr weitere Informationen haben möchtet, ja, einfach auf einfach die Serie verfolgen. Da gibt es natürlich viel mehr zu sehen, zu erhaschen. Und ich freue mich wirklich, dass Stella Schein die Zeit hatte, vorbeizuschauen. Ayla. Stella, schön, dass du da bist. Aber auf der Straße rufen doch bestimmt alle nach dir und sagen Ayla, oder? Ja, ja. Also Stella sagt, glaube ich, keiner. Kann das sein? Oder wenige Leute wahrscheinlich. Selten. Also Stella sagen dann meine Freunde. Aber die Fans sagen dann immer Ayla, Ayla, Ayla. Und ich finde es immer ganz süß. Ja. Schön. Vielen Dank, dass du da warst. Also liebe Grüße, meine Fans. Ich habe euch alle ganz doll lieb. Wir wünschen dir viel Erfolg, viel Glück. Ja. In den nächsten, wir werden dich auf jeden Fall verfolgen und beobachten. Schön, dass du da warst. Es hat mich sehr gefreut, dich kennengelernt zu haben. Ebenso. Und auf viele hundert Sendungen, die du noch drehst. Yes. In diesem Sinne, schönes Wochenende. Lasst es euch gut gehen. Und Stella Schein, GZSZ, jeden Abend um 19:40 Uhr. In diesem Sinne, bis demnächst und tschüss.